2009 wurde ich und viele andere der Linken direkt in Sachsen-Anhalt, bekanntermaßen Ostdeutschland, in den Deutschen Bundestag gewählt. Und jetzt fragen sich zu Recht die Wählerinnen und Wähler, ob sie eigentlich noch unbefangen und vertraulich mit ihren Abgeordneten reden können. Damit zerstören sie ganz konkret Vertrauen in die Politik vor Ort. Das ist wirklich bodenlos. Ziel ist es, dieses Nachrichtendienstes, die Bevölkerung im Lande, die Wählerinnen und Wähler zu informieren darüber, was sich in Parteien, Organisationen oder in sonstiger Weise tut im Lande. Und dann unterscheiden wir uns auch noch an einer Stelle von anderen Ländern dieser Welt, dass es eine parlamentarische Kontrolle unserer Nachrichtendienste gibt, in einer Art und Weise, wie kein anderes Land dieser Welt es vorzeigen kann. Und ich denke, darauf können wir stolz sein. Das Parlament muss die Geheimdienste überwachen, nicht umgekehrt. Und so dilettantisch, wie der Verfassungsschutz nach rechts gearbeitet hat, das werden wir gleich nachher diskutieren, so irrational verhält er sich mit der Bekämpfung eines angeblichen linken Extremismus bei der Linkspartei. Das einzige Argument, das Sie ja in dieser gesellschaftlichen Debatte geäußert haben, Herr Friedrich, was für die Beobachtung spricht, ist, was wir rechts tun, das haben Sie hier auch gerade gesagt, gegen die NPD, das müssen wir bei der Linken auch tun. Alle Extremisten, ob links oder rechts, alle diejenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen wollen, werden den massiven Widerstand der Demokraten erfahren. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass in den letzten Jahren eine Neonazi-Bande mordend durch Deutschland gelaufen ist und 10 Leute auf dem Gewissen hat? Das ist doch wohl ein Unterschied. Das gleichzusetzen ist absolut undemokratisch und nicht gerechtfertigt. Meine Damen und Herren, es gibt Anhaltspunkte und in vielen Broschüren, programmatischen Aussagen der Linken lässt sich das nachlesen. Das ist der Linken jedenfalls Teilen davon, um die Errichtung der Diktatur des Proletariats, marxistisch-leninistischer Prägung geht, und die Errichtung eines kommunistischen Systems, das sichtbar und erkennbar mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht in Einklang zu bringen ist. Die regelmäßigen Aussagen einiger linken Politiker, die die DDR verharmlosen, die das sozialistische Unterdrückungsregime schönreden, und bei der sich die Parteiführung weigert, solche Elemente konsequent auszuschließen, zeigt, wie wichtig eine aufmerksame Beobachtung solcher Umtriebe ist, nach wie vor. Darüber muss man reden, aber das ist keine Gefahr für die Demokratie und das ist kein Fall für den Verfassungsschutz. Darüber hinaus habe ich vorletzte Weihnachten meine Verfassungsschutzakte einsehen können und ich werde seit dem 18. Lebensjahr bespitzelt, beziehungsweise die nicht geschwärzten Teile einsehen können. Seit dem 18. Lebensjahr, wo du völlig zu Recht, das Kollege Hartmann hat das auch angesprochen, wo ich noch mit der SPD war. Ein Motiv geht durch alle 5 Ordner. Das Motiv, dass ich für die Vergesellschaftung der Deutschen Bank eintrete. Durch alle 5 Ordner, weil ich das seit dem 17. Lebensjahr getan habe. Ich möchte darauf hinweisen, dass in Artikel 15 des Grundgesetzes, auf den, ohne den die SPD niemals dem Grundgesetz zugestimmt hätte, die Vergesellschaftung von Konzernen wie der Deutschen Bank ausdrücklich möglich wird. Und das Bundesverfassungsgericht stellt im Jahre 1954 fest, dass mit diesem Artikel 15 des Grundgesetzes eine grundsätzlich andere Wirtschafts- und Sozialordnung in Deutschland möglich ist als der Kapitalismus. Zweitens, meine sehr verehrten Damen und Herren, es fehlt in weiten Teilen dieser Partei eine klare Abgrenzung zur Gewalt. Dass ein Geheimdienst parteipolitisch benutzt wird, um eine Oppositionsfraktion zu beobachten. Das ist schlicht antidemokratisch. Das ist antidemokratisch. Die Linke setzt auf die Kraft der Argumente gegen Krieg, Sozialabbau und einen völlig enthemmten Finanzkapitalismus. Das ist durch und durch demokratisch und angemessen in diesen Zeiten. Man kann nun die Frage stellen, ob man überhaupt Abgeordnete beobachten können soll. Und diese Frage haben mehrere Gerichte klar beantwortet und haben gesagt, ja, es ist zulässig, wenn Anhaltspunkte bestehen, auch frei gewählte Abgeordnete zu beobachten. Und ich halte diese Rechtsauffassung auch verfassungsrechtlich
ausdrücklich für richtig. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Recht und Gesetz verletzt. Ich halte es für eine massive Verletzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips, wenn 27 Abgeordnete der Linksfraktion beobachtet werden. Sie liefern heute wie gestern tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung dieses Staates auf vielfältige Weise angreifen. Dazu gibt es den Verfassungsschutz. Er muss die extremistischen Umtriebe im Auge haben. Und genau dafür ist er auch gegründet worden. Und dass es den Betroffenen nicht gefällt, verwundert nicht wirklich. Überlegen Sie mal bitte, was Sie Leuten unterstellen, die sich in einer Partei engagieren, die sich demokratisch engagieren, die für diesen Rechtsstaat kämpfen. Nur weil Sie der Meinung sind, dass Sie die falschen Ziele vertreten, stellen Sie sie unter Generalverdacht. Das ist doch absurd. Diese Maßnahmen sind willkürlich und ungerechtfertigt. Mit der Linkspartei muss man sich politisch auseinandersetzen. Die Beobachtung und Überwachung durch den Geheimdienst können Sie getrost einstellen. Das sollten Sie unverzüglich tun. Unzureichend ist die Distanzierung von Unrechtsstaaten, die nach wie vor mangelhafte Distanzierung vom Unrechtsstaat der DDR, die mangelhafte Distanzierung vom Unrechtsstaat Kubas. Ausgerechnet die CDU, CSU, die in der Vergangenheit dadurch aufgefallen ist mit ihrer Kumpanei mit dem Pinochet-Regime in Chile und dem südafrikanischen Apartheidsregime, von Ihnen brauchen wir keine Nachhilfe. Sie sollten in Demut schweigen bei diesem Thema. Es gibt offen linksextremistische Zusammenschlüsse innerhalb der Partei der Linken. Ich will vor allem nennen das Marxistische Forum und die Kommunistische Plattform. Meine Damen und Herren, entscheidend ist jetzt, die entscheidende Frage ist, welches Gewicht haben diese linksextremistischen Organisationen innerhalb der Partei? Sie sind Parteiführer, Parteifunktionäre oder Meinungsführer. Von denen erwarten wir eine vorbildliche Handlung im Sinne des Grundgesetzes in Ihrer Partei. Es ist kein glaubwürdiges Angebot, wenn Sie willkürlich festlegen, wer sich genehm verhält und wer nicht. Wir werden uns da nicht auseinanderdividieren lassen. Aber ohne Genehmigung des Deutschen Bundestages darf kein frei gewählter Abgeordneter aus welcher Partei oder welcher Fraktion auch immer vom Geheimdienst beobachtet werden. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, rate ich sehr dazu, dass wir das nicht parteipolitisch diskutieren, sondern da geht es um die Qualität unseres Verfassungsstaates. Und der ist nicht parteipolitisch orientiert, sondern das ist eine Sache, die uns doch alle gemeinsam eint. Und da meine ich, Herr Ruppert, tun wir gut daran, wenn wir uns zusammenrotten und mal, was uns vielleicht gar nicht so nahe liegt, dass wir die Rechte der Kollegen der Linkspartei verteidigen. Nur da merkt man doch, was uns der Verfassungsstaat Deutschland wirklich wert ist, wenn wir uns für diese Leute einsetzen. Die Überwachung der Opposition, gleich welcher Opposition, durch einen Geheimdienst verstößt gegen die Grundidee des demokratischen Rechtsstaates und verhindert die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb. Wenn die Fraktion Die Linke, die heute in voller Kampfstärke angetreten ist, glaubt, ihr würde schreckliches Unrecht in diesem Rechtsstaat widerfahren, also gehen Sie doch vor Gericht. Versuchen Sie es doch noch mal, ob die höchstrichterliche Rechtsprechung korrigiert wird. Sie wird nicht korrigiert, Herr Gysi. Wo ist der Vorbehalt? Wo wird das Parlament gefragt? Wo wird es informiert? Also es ist alles indiskutabel. Und deshalb werden wir sehen, was das Bundesverfassungsgericht auf unsere ja schon längst eingereichte Klage und auch die Verfassungsbeschwerde des Herrn Ramelow entscheiden wird. Fest steht in jedem Fall, meine Damen und Herren, dass diese Demokratie, dass dieser Staat sich wehren muss gegen seine Feinde und dass ein Frühwarnsystem in Form des Verfassungsschutzes dringend notwendig ist. Nicht Gesetze der Linken, sondern vor allem ihre Gesetze wurden in den letzten Jahren mehrfach vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig dargestellt. Die Linke hat keinem zugestimmt. Herr Kollege Gysi, wie Sie in dieser Woche den Verfassungsschutz, das Bundesamt für Verfassungsschutz und vor allem die Mitarbeiter diskreditiert haben, das ist wirklich unanständig und ungehörig. Solche Begriffe wie schwere Meise, wie Baller Baller, wie Pfeifenverein, die
die haben sich als absolut ungeeignet empfunden. Sie haben damit den Verfassungsschutz, die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in höchstem Maße diskreditiert. Ich kann Sie an dieser Stelle wirklich nur auffordern, klären Sie endlich Ihr Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zur sozialen Marktwirtschaft. Ja, Sie haben recht. Ich habe abfällig über das Bundesamt für Verfassungsschutz, das heißt den Inlandsgeheimdienst, gesprochen. Aber ich sage Ihnen auch die Gründe. Seit Jahren passieren 10 Morde, organisiert vom Rechtsterrorismus. Und dieses komische Bundesamt ist nicht in der Lage, einen einzigen Beitrag zu leisten, um sie zu verhindern oder wenigstens mal darauf hinzuweisen, dass der Rechtsterrorismus dahinter steckt. Dazu sind sie nicht in der Lage. Aber 27 Abgeordnete meiner Fraktion, die können Sie die ganze Zeit beobachten. Und deshalb sage ich diesem Baller, Baller und ein Pfeifenverein. Und ich bleibe auch dabei. Da sitzen hochbezahlte 7 Leute im Bundesamt für Verfassungsschutz und machen jedes Jahr per Copy-Paste ein Update des Kapitels über die Linkspartei. Informativ ist das nicht, was ich da gefunden habe. Da weiß ich viel mehr über die. Dazu brauche ich keine Zettelsammelstelle im Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir werden weiter die Demokratie und den Sozialstaat verteidigen. Und eins sage ich Ihnen auch, den Sie abreißen und beschädigen, das werden wir weiter tun. Und wir werden im Übrigen weiter unbeirrbar für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, für die Idee des demokratischen Sozialismus eintreten. Da können Sie ganz sicher sein. Für eine neue soziale Idee.